Ja, bei Sacred gibt es übrigens auch sozusagen dieser Tag-Nacht-Wechsel und jeder Tages-Uhrzeit Hey, bleib meint hier! auch der Ich Bereich, versau's meine Knote! Der Sichtbereich, ja, und quasi ist es in der realen Welt auch so, ihre Sachen zu erkunden, ist es hier genauso. Ja. Also nachts die Welt zu erkunden, das ist sehr sinnfrei. Das wär genauso Je sinnvoll. Größer die Städte sind, desto düsterer sind die Gedanken der Bürger. Ja, so eine charakterspezifische Sprüche gibt es immer, wenn ein Charakter in der Stadt betritt. Und was ich sagen wollte, ja, das mit den das mit den Erkunden bei Nacht ist so sinnvoll, wie quasi Sand am Mittelmeer oder sowas zu zählen. Oder an einem Strand. Meerestrand. So. Wollen wir mal hin? Ja, da. Da. Helft mir, Amonchi. Komischerweise, jeder Charakter wird Amonchi angesprochen. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Fragen sich schon einige. Ich weiß es nicht. Töte den tollwütigen Leitwolf. Finde ich gut. Wovon ich rede, ein hiesiges Wolfsrudel wird von einem äußerst bösartigen Tier angeführt. Sagtest du schon. Einem dunklen Wolf, der bestimmt von der Tollwut befallen ist. Man beachte bestimmt. Es gibt keine hundertprozentigen Beweise. Nee, bestimmt. So ist das immer so. Sucht diese Bestien in den Wäldern südlich der alten Villa und behält euch noch mehr meiner Tiere gefressen werden. Ja, passiert. Nehmt diese Herausforderung an. Boah. Unschuldige Tiere abnetzeln ist mein Ding. Eindeutig. Oh. Was ich sehr unlogisch finde, wieso tragen Wölfe so eine Sachen mit sich? Das ist eigentlich total auch sinnvoll. Hin und wieder gibt es auf der Map auch magische Verstecke, sowas wie hier, können wir draufklicken, kriegen wir irgendwas für. Eine Rüstung. Legen wir mal an, können wir sogar dreimal skillen. Und die Schuhe haben wir ja auch noch. So ist unser Charakter schon mal ein bisschen besser eingekleidet. Ne? Ah! Jawohl. Und Level up. So, was sind wir hier, Pappenheimer? Sterben müsst ihr. Sterben! Ihr sagt, ihr müsst sterben. Ich mag euch zwar, ich würde euch eigentlich im Leben nicht umbringen, weil ihr auch wenig Erfahrung droppt. Aber mein Auftraggeber sagt, umbringen. Also, was macht die geldgeile Serie? In dieser Gegend muss ich mein Ziel befinden. Abmetzeln, da steht doch schon. Oh. Nee, das sind Wölfe. Aber gut aussehen, gerne. Also reißt dir. Schwacher Trank der Konzentration hilft uns, wenn wir Dings haben, Kombos haben, diese sofort wieder aufzufüllen, sonst dauert es arschlange, bis da mal was passiert. Auch ein schöner Bug. Meistens kommt hier immer so ein Doppel-Item raus. Es hat mit unterschiedlichen Namen, aber es ist ein Doppel-Item. Passiert nichts weiter. Ich bin jetzt so einer, der nicht bei jedem Level Up seine Fähigkeiten neu umverteilt, sondern ich sammle die jetzt erstmal. Meistens noch bis zur nächsten Fertigkeit. Das reicht eigentlich ganz aus. Ja, lauf nur! Und doch die Entwicklungsschritte, die besser zu erkennen, wie der Charakter dann durchläuft. So. Hast du da? Und hier eine Lichtklinge. Eine Fähigkeit, die ich haben möchte. Nochmal Energieblitze, finde ich super, löse ich aber noch nicht ein. Bruder, der macht was zusammen mit den Soldaten und die beschützen den. Jo, ist besser. Tauschen wir aus. Sind wir außerdem viel schneller. Hey, hast du Gold? So. Was trinke, Schild, gut. Hier, interessiert mich nicht, noch ein Ring. Zwar hässlich, aber brauchen wir nicht. So Stärke plus 10. Ja, plus 2. Können wir aber skillen. Nehme ich mit rein. Kaufen wir unser liebes.
Gegner in der Stadt. Normalerweise stehen ja auch mal Tiere. Keine Ahnung, wo die sind. Wache! Azort. Und er weiß mir den Gefallen, holt mein Söldbuch zu Hause ab. Ja. Heute ist Zeittag und ich habe schon wieder mein Söldbuch zu Hause liegen lassen, die Schlampe. Ja, jetzt wärst du dann ordentlich, würdest du ordentlich arbeiten, dann würde das nicht passieren. Der Zahlmeister hatte mir schon gewarnt, dass ich ohne Buch kein Söld kriege, aber ich habe es einfach wieder vergessen. Passiert. Jetzt habe ich Wachdienst und darf meinen Posten nicht verlassen. Wenn ich heute Abend kein Geld mehr nach Hause bringe, wird meine Frau die Sachen packen und zu ihrer Schwester nach Silberbach gehen. Das ist doch Silberbach hier. Ah ne, das ist Schönblick. Korrigiere, Silberbach ist gleich der Nachbarort. Oh mein Gott, die 100 Meter. Bitte tut mir den Gefallen, geht zu mir nach Hause und bringt mir mein Söldbuch. Euer bitte. Auftrag kommt mir gelegen. Richtig. Wenn die Bezahlung stimmt, mach ich das. Also, Söldbuch holen. Holen wir dem armen Kämmerer das Söldbuch. Rede ganz ruhig. Mag ich nicht. Sind immer gleich aus. So. Das sind die weißen Punkte hier übrigens auf der Minimap, zeigen uns auch Charaktere, die ja, für ein bestimmtes Ereignis stehen. Entweder für den Hauptquest, für Nebenquests oder Charaktere, die wir ansprechen müssen, sonst nicht. Hier steht noch einer, der will sein dämliches Schaf da finden, hat auch verschlammt, ist weg, einfach so, ja, guck ich zwar nicht, aber hat meinen Augenblick nicht aufgepasst, grünes Krönchen, bla 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 bla. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Vielleicht haben sie schon gegessen. Dazu müssen wir hier über die Brücke gehen und kommt zu dem Startpunkt, der so, der beiden Elfen, der Dunkel der Waldelfen und des Zwerges. Dieser Charlie, ja, ist übrigens der Boss der beiden Elfen, die wir quasi bei ihrem Anfangstutorial besiegen müssen. Ilim, Ilim, fort, fort! Nach. Ah, hast du ja nicht getroffen. Elend hier! Ein Moment. Oh. Alle Zuschauer unter 16 Jahren, bitte sofort abschalten. Jetzt wird's blutig. Ist die noch nicht zerfetzen? Wetterstellung. Komischerweise kommt die Blutlache erst dann raus. Oh, voll. Junge, Junge, Junge. Sieht aber ungesund aus. Kommt die Blutlache erst dann raus, wenn der Charakter umgefallen ist. Das ist wie bei Age of Empires 2, da ist halt genau das gleiche. Dann wundert das gut. Für den Anfang nehmen wir alles mit. War zwar länger, aber. Passiert. Wieder ein Level ab. Wenn ich mich nicht irre, müssten wir hier eine neue Fertigkeit haben. Und Tatsache, wir nehmen als nächstes, wir können auswählen. Waffenkunde, Konzentration, ich weiß schon mal genau, was wir nehmen. Wir nehmen Konstitution. Bei manchen Fertigkeiten ist das so, die kommen halt erst nach ein paar Level, zum Beispiel sowas wie Handel, eine Fähigkeit, die ich immer mit reinnehme, die von vielen missachtet wird, kommt beispielsweise bei den meisten Charakteren erst an Level 30 oder Level 50. Ich nehme hier Konstitution. Lebenspunkte braucht die Frau, viele Lebenspunkte. Aufgeregter Bauer, die Wälder sind aggressiv geworden, ja, die Tiere auch, riesige Förster, nicht mehr fertig. Nun habe ich Arrogan, hört sich fast so an Aragorn, der Waldläufer, komischerweise das ist wahrscheinlich der Bruder,
in Schirmlik und... Ich werde die Aufgabe übernehmen. Das sind immer so eine ganzen Trivias. Wie mir das vorhin aufgefallen ist, der Gladiator hat als deutschen Synchronsprecher den Kollegen, ich weiß nicht mehr, vom Namen her heißt, der auch den Bruce Willis sonst synchronisiert. Und auch, wer den Film Gladiator selber kennt, den der Schauspieler auch ganz bekannter Name. Nachschauen, vielleicht schreibe ich es noch drunter, weil ich habe schon das dänische Schaf gefunden. Der quasi den Gladiator, den hat der Synchronsprecher auch synchronisiert. Und das ist auch wieder so ein zwei Ecken. Hier, dieser Hubschrauber, soll ein Hubschrauber sein, frage ich mich, ob der zu dieser Zeit passt. Stammt von dem Zwerg. Hier startet quasi der Zwerg und der ist quasi hochgelandet. So wie schon mal dazu. Ja, auch beim Zwerg selber. Der deutsche Synchronsprecher des Darstellers von Gimli in Herr der Ringe ist auch der gleiche, der den synchronisiert hat. Und noch ein bekannter Synchronsprecher, der mit dabei ist, ist zwar der, und zwar der, der vom Dunkelelfen, der sonst immer den, den Nicolas Cage synchronisiert. Den Namen habe ich jetzt alle nicht im Kopf. Wenn ihr wisst, wen ich meine, dann einfach mal suchen. Wikipedia müsste, glaube ich, die Antwort wissen. Gehen wir mal das Schaf ab. Bauer Henk. Bauer Henk, Zeit wenigstens. Mit einer Rune. Und Gürtel. Zwei, nee, der ist besser. So, geht das auch zum Verkaufen. So, dann gehen wir mal zu Aragorn, nicht Aragorn. Und ich sollte mal sehen. So. Na, und sonst? Als ich das Spiel Secretaire gespielt habe, das war ein Kanalvideo, habe ich das auch angekündigt gehabt, 2007. Ende 2006, Anfang 2007, angefangen intensiv zu zocken und dann quasi so lange, bis die Server von Askaron deaktiviert wurden im Zuge von Sackboy 2. Und derzeit habe ich einiges über dieses Spiel gelernt. Ich habe es auch, glaube ich, fast jeden Tag bis zum Erbrechen gezockt, zum Spiel, was weiß ich nicht alles. War schon ziemlich wichtig hart. Kaufen. Was haben wir hier? Fehlt uns? Lebe der König! Lass mal einen saufen gehen. Das ist die schwere Frage. Das ist immer so eine Parade. Das können wir mit uns. Benehmt euch! Lassen wir erstmal drin, ja. Warten. Was? Reinhard, Rikus. Keine Ahnung, warum der weiß es. Rein weiß ich das auch nicht. Ein Fehler. Hier gehen wir mal rein. Hier weiß ich ganz genau, hier unten gibt es ein Buch. Bücherständer. Ich sammle nämlich ganz gerne Schrottbücher. Buch der Geografie. 8. Eingelesen. Taro es Victor, Robert, schöne Seraphine. Die Krone ruft nach ihren Paladinen und ich habe folgende Order für euch. Begebt euch nach Porto Vallum im südlichen Grenzland und sprecht mit Sergeant Travel. Ich gebe euch ein Empfehlungsschreiben für Travel. Fortan sollt ihr unter dem Prinzen Valor dienen, der im Süden gegen die Orts von Khorat Nur streitet. Als ob wir eine Wahl hätten. Nehmt für die weite Reise dieses Gold und kauft euch ein Pferd aus den Stallungen. Eine Sache noch. Nutzt den Weg dorthin, um eure Fähigkeiten zu schulen. Denn es gibt bestimmt so manche Aufgabe in Silberbach oder Porto Vallum zu erfüllen. Geht weiter. Die Pfade des Lichtes sind sonderbar. Für die Krone Ankarias also. So, der sucht also seinen Schmied. Wir sollen zu seiner Frau Angela. Ihr könnt euch auf mich verlassen.
gehen. Kein Problem, wird gemacht. So, wen haben wir denn hier? Melissa. Bringt mir 10 verdammte Goblin-Herzen. Alles klar, die Rache ist mein. Jawohl, so sieht das auch. Vor 5 Tagen reiste meine Familie von Mascarell an diesem Ort. Meine Kinder und meine Gatte. Kurz vor Silberbach geriet mir ein Hinterhalt. Das ist schon mal... passiert einfach, ne? Eine Horde Goblins fiel über uns her, tötete die wahren Pferde und meine gesamte Familie. Ja, PGA, ne? Ich überlebte nur, weil ich unter meinem Pferd begraben wurde. Als die örtliche Miliz anrückte, war schon alles vorbei. Alle waren fürchterlich zugerichtet und verstümmelt. Meine Kinder, mir stocken die Worte. Ich will Rache. Das, so eine komischen Quest, kriegen wir hier zu Genüge. Tötet die Goblins? Nein, reißt ihnen die Herzen heraus. Bringt mir 10 von ihnen und fragt mich nicht, wofür. Ja. Ich nehme mich eures Problems an. Solange sie zahlt, wird das gemacht. Das hier übrigens ist ein Portal, ein Dorf, das Portal. Hiervon gibt es auf der ganzen Karte verteilt in diesen ganzen Orten diese Portale. Und die können wir nutzen, um quasi einfach schneller und bequemer zu reisen. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit immer rennen. Helft mir, mein eigenes zu bringen, diese Botschaft zu Silberbach. In 3 Tagen, das jetzt muss eine Zeitmission. Ich nehme mich eures Problems an. Lösen wir. So, jetzt haben wir erstmal ein Fest gesammelt. Das macht man meistens auch immer so, wenn man generell das Spiel spielt. Am besten erstmal so viele Teilquests annehmen, wie es geht. Früher war das nämlich auch so, dass. nur an dem einfachen Secret die ganze Zeit Zeitmissionen dabei. Das ist immer so ein Zeitkonto mit dabei. Meistens von 1 bis 3 Tage und das hat auf Dauer. Naja, war das nicht sehr lustig. Und das haben sie, finde ich, schon besser gemacht. So, hier haben wir unsere Truhe. Hiervon gibt es in jedem größeren Ort eine. Und das ist quasi so eine Zentraltruhe. Auf jeder Truhe können wir quasi zugreifen und können wir hier unser Inventar ablegen, was weiß ich nicht alles. Und hier werde ich auch gleich mal unsere ganzen Runen, die wir brauchen, automatisch ordnen lassen, auch sehr nützlich, einfach mal einlegen. So, einmal können wir es hier waagerecht oder senkrecht, aber bei der Vorzug meistens mit